Ich möchte diese Mini-Clipboards von Tim Holz als eine Art Bilderrahmen verwenden, sodass ich kleinere Dinge wie zum Beispiel Journaling-Karten oder Tags hier so daran befestigen kann, um sie dann an meiner Wand aufzuhängen. Jetzt schauen die, so wie sie sind, relativ nackt und langweilig aus. Deswegen möchte ich die heute mit verschiedenen Medien ein bisschen verändern. Und wie ich das mache, das möchte ich dir gerne in diesem Video zeigen. Hallöchen, Luise Heinzel hier. Schön, dass du da bist. Ich habe mir gedacht, man kann doch auch mal Dinge, die man gemacht hat, sich an die Wand hängen, oder? Und genau das ist es, was ich gerne mit diesen Mini-Clipboards von Tim Holz tun möchte. Die erste Challenge ist mal, diese Folie hier abzukriegen. Es empfiehlt sich, einen kleinen Schraubendreher oder etwas Ähnliches zu haben, um diese Schrauben hier hinten zu lösen. Das sind die Schrauben, die dafür sorgen, dass dieses Teil hier vorne festgehalten wird. Hier ist so ein kleiner Nuppi, der hier rausguckt. Und wenn man klein genug Finger hat, kann man den aufdrehen. Habe ich aber nicht, ich habe so Wurstefinger. Deswegen nehme ich mir einen Schraubendreher und drehe das hier hinten kurz los, sodass ich dieses Plastik abkriegen kann. So, wenn wir die Verpackung entfernt haben, dann haben wir eigentlich die größte Challenge schon bestanden. Die Idee hinter dieser ganzen Sache ist die folgende. Ich wollte gerne etwas haben, was möglichst flexibel ist. Hier oben ist so ein kleines Loch. Das heißt also, ich brauche einfach nur einen Nagel in die Wand zu schlagen und dann kann ich mit Hilfe von diesem Loch dieses Teil ganz einfach da aufhängen. Und wenn ich jetzt etwas habe, was ich nicht in ein Journal getan habe oder sagen wir mal noch nicht in ein Journal getan habe oder gar nicht beabsichtige, es da rein zu tun, ist ja völlig wurscht, dann kann ich das einfach da drunter klemmen und so in meinem Zimmer aufhängen. Und wenn ich das zum Beispiel austauschen möchte, weil ich das hier verschenke, verkaufe, in mein Journal tue oder was auch immer, dann brauche ich einfach nur das Teil hier oben aufmachen und ich kann das rausnehmen und etwas anderes reintun, ohne dass ich großartig irgendeinen Bilderrahmen auseinanderbauen muss oder sonst irgendwas. Und der zusätzliche Vorteil von diesen Teilen ist auch der, dass ihr da drin natürlich auch solche Sachen aufbewahren könnt oder aufhängen könnt, die so ein bisschen dicker sind, so wie diese Karten hier zum Beispiel. Das wäre ja mit einem normalen Bilderrahmen gar nicht möglich, es sei denn, man würde komplett die Scheibe entfernen, die so ein herkömmlicher Bilderrahmen hat, sodass das hier nicht im Weg ist, weil du kannst ja keine Glasscheibe drauf machen. Falls euch interessiert, wie ich diese Karten hier gemacht habe, ich habe hier verschiedene, weil ich euch da später noch was zeigen möchte, wenn die ganzen Teile fertig sind, also diese Dinger hier fertig sind, welche verschiedenen Möglichkeiten man hat, das aufzuhängen. Wenn ihr diese Karten sehen wollt, da gibt es noch mehr aus dieser Serie. Ich habe euch die Videos unten verlinkt, wie ich diese Karten gemacht habe. Aber nun zuerst einmal hierzu. Das erste, was ich machen möchte, ist, ich möchte gerne erstmal die ein bisschen einsprühen mit Oxide Spray. Und zwar ganz einfach deshalb, ich glaube, ich muss das nacheinander machen, mein Buch ist nicht groß genug. Und zwar ganz einfach deshalb, weil mir dieses Braun hier, so wie es hier ist, nicht so gut gefällt. Jetzt lacht ihr wahrscheinlich gleich, weil ich werde Ground Espresso Oxide Spray verwenden, um das da drauf zu sprühen. Jetzt denkt der ein oder andere vielleicht, da ist sie jetzt von allen guten Geistern verlassen. Das ist ja auch ein Braun. Ja, ist es. Aber das wird nicht so gleichmäßig aussehen wie diese ursprüngliche nackte Oberfläche hier. Und ich mache das auch noch aus einem anderen Grund, den ich euch in wenigen Sekunden erklären möchte. Also zum einen natürlich, um diesen schönen Effekt von der Ink zu haben. Schaut jetzt gerade mal noch nicht so aus, einen Moment. Und zum anderen eben, um noch einen anderen Effekt erzielen zu können. Wenn ich das da drauf gesprüht habe, nehme ich mir ein bisschen Wasser. Vorausgesetzt, meine Wasserspritze wäre aufgefüllt. Ja. Total gut vorbereitet. Ich sag's euch, ey. Sucht euch niemals aus, auf einem Campingplatz zu wohnen, weil da sind so Sachen wie Wasserspritze auffüllen nämlich gar nicht so einfach. Jetzt spritze ich das ein bisschen da drauf und dann verteile ich das hier so mit meinem Finger, damit ich das möglichst überall hinkriege. Und ihr seht schon, die Oberfläche scheint zunächst das abzuweisen. Ich habe das für das englische Video gemacht, ohne zu wissen, wie sich das hier verhält, weil ich für das englische Video das zum ersten Mal gemacht habe. Ich habe diese Teile noch nicht so lange und ich habe auch keins vorher nur für mich ausprobiert, sondern ich habe direkt die Kamera eingeschaltet gehabt und da habe ich dann festgestellt, habe ich gedacht,
saugt das gar nicht auf. Wird das überhaupt hier jemals drauf trocken? Aber es wird trocken. Verteilt es einfach ein bisschen, nachdem ihr Wasser drauf gesprüht habt. Oder ihr könntet es natürlich auch pur verteilen. Das ginge ja selbstverständlich auch. Und dann nehmt euch einfach einen Föhn und föhnt das ganz vorsichtig. Beim Föhnen muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht alles hin und her bläst, dass einem das jetzt nicht irgendwie auf was anderes raufspritzt oder so. Gerade wenn man viel Wasser verwendet hat, besteht da die Gefahr. Aber wenn ihr das vorsichtig föhnt, dann schaut das hinterher ganz fantastisch aus. Braucht man ein bisschen Geduld, aber das geht einwandfrei. So, wenn das getrocknet ist, schaut das Ganze so aus. Das hat jetzt schon mal eine ziemlich coole Struktur, finde ich. Natürlich, wenn ich später eine Karte da drauf mache, werde ich nicht mehr ganz viel von dieser Fläche sehen, wenn die Karte diese Größe hat, wie jetzt zum Beispiel diese Vogelkarten hier. Nichtsdestotrotz möchte ich das hier alles ganz interessant gestalten und nicht nur den Rand oder so, weil ich möchte mir offen lassen, dass ich später da auch durchaus noch schmälere Sachen drauf machen kann. Also es ist ja so gedacht, dass ich mir das in mein Zimmer hängen kann. Und diese Sachen, die da drauf sind, die bleiben ja nicht für ewig da, sondern ich möchte in der Lage sein, die auszutauschen. Und das bedeutet, dass es auch natürlich passieren kann, dass ich etwas sehr viel Kleineres da drauf hänge, was zum Beispiel nur ganz schmal ist, zum Beispiel ein kleines Lesezeichen oder irgendwie sowas. Kann ja auch mal sein, dass man sowas an die Wand hängen möchte. Und dann werde ich natürlich mehr von dieser Fläche sehen. Und aus diesem Grund gestalte ich die komplette Fläche und nicht in etwa nur den Rand. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Wasser drauf gesprüht, sodass der Oxide-Effekt auch nochmal richtig schön zur Geltung kommt. Ihr seht jetzt, schaut das hier so ein bisschen so wassertröpfchenmäßig aus. Und was man auch machen kann, ist, man kann versuchen, hier oben an dieses Ding zu sprühen und das so runterlaufen zu lassen, das Wasser. Ich finde, das schaut sehr interessant dann aus. Eben auch, ja, dann sichtbar, wenn etwas Schmäleres dran gehängt ist. Ne? Also diesen Fluss hier, den würde man nur sehen, natürlich, wenn etwas entweder versetzt, man könnte es ja auch versetzt dranhängen, oder eben wenn etwas sehr Kleines dranhängt. Aber um das verwirklichen zu können, machen wir das hier so. Und jetzt föhne ich das mal gerade nochmal. Und dann nehme ich mir einfach eine Nagelfeile und ich möchte die Kanten hier jetzt so ein bisschen brechen. Ich habe extra keine Tinte auf diese dünne Kante hier gegeben, sodass diese Kante jetzt die Originalfarbe hat, wie dieses Board vorher hatte. Das heißt also, wenn ich jetzt hier drüber schleife mit meiner Nagelfeile oder man kann natürlich auch feines Schmirgelpapier nehmen, dann kann ich hier so eine Art Rand erschaffen, der wieder die Farbe kriegt, wie dieses Board vorher hatte. Denn hier kommt ja jetzt das Originalmaterial wieder durch, weil ich jetzt die Tintenschicht sozusagen abfeile. Und das werde ich hier drumherum machen, aber nicht komplett, weil das würde langweilig aussehen. Ich möchte, dass das so ein bisschen gealtert aussieht. Und dass es auch gleichzeitig eine Art Rahmen bildet um dieses Ganze. Aber dieser Rahmen, den möchte ich nicht geschlossen haben, wie das jetzt bei einem Holzbilderrahmen oder so vielleicht der Fall wäre, sondern ich möchte ihn so ein bisschen unterbrochen haben. Denn auch ein unterbrochener Rahmen schaut aus wie ein Rahmen. Also, wisst ihr, wie ich meine, oder? Und als nächstes werde ich weißes Embossingpulver verwenden, um diese Kanten hier ein ganz kleines bisschen zu embossen. Und zwar möchte ich mit Hilfe von diesem Embossing-Dabber die Embossing-Tinte auftragen. Und zwar so, dass später so eine Art wie Drybrush-Effekt kommt. Also wenn ihr mit einem trockenen Pinsel zum Beispiel Acrylfarbe oder sowas irgendwo aufbringen würdet, dann würde doch ihr würdet die Pinselstriche da sehen. Also wie heißt denn das auf Deutsch? Drybrush. Trocken gebürstet. Trocken gepinselt. Ich weiß gar nicht genau, wie das auf Deutsch heißt. Jedenfalls möchte ich nicht einen durchgängigen Strich von Embossingpulver hier haben. Und deswegen mache ich das so. Jetzt schmeiße ich das hier drauf. Und erschreckt euch nicht, wenn ihr zuerst sehr viel weißes Pulver da auf dem Rand habt. Das, was ich jetzt hier drauf habe,
ist mir viel zu viel. Das liegt daran, weil die Oxide Ink vermutlich noch nicht hundertprozentig trocken ist. Das macht aber nichts. Wenn das jetzt so aussieht, nehmt euch einfach einen trockenen Pinsel. Also der sollte natürlich wirklich komplett trocken sein. Und dann geht ihr einfach so ein bisschen da drüber und schrubbelt das wieder ab, was ihr da nicht haben wollt. Sodass das dann so dünn ist, wie ihr das gerne möchtet. Und ich versuche das auch möglichst unregelmäßig hinzubekommen, damit es so vielleicht so aussieht, als wenn da aus Versehen sowas Weißes dran gekommen wäre. Mit der Zeit, weil Alterungsprozess und so, ne? So. Das mache ich jetzt gerade für das andere Teil auch noch. Und dann werde ich das mit meinem Embossing-Föhn embossen. So, wenn das embossed ist, schaut das Ganze so aus. Ich finde das einen total schönen Effekt, insbesondere dann, wenn das so unregelmäßig ist. Und jetzt möchte ich gerne als nächstes diese oberen Metallteile hier so ein bisschen rostig machen. Und dafür werde ich, also Fake Rost, ne, kein echter Rost, dafür werde ich mir auch wieder meinen Embossing-Dabber nehmen. Und zum Schutz werde ich hier zwei Papiere reinklemmen, sodass ich mein Embossing-Pulver tatsächlich nur auf diese Metallklammern kriege und nicht in etwa auf das Board selbst. Wenn hier oben so ein bisschen hinfällt, ist das kein Problem für mich, weil dann schaut es so aus, als wenn das hier so, ne, durch Alterserscheinungen, der so wie Flugrost sozusagen, auf das Board gekommen wäre. Aber in diesem Bereich möchte ich das nicht haben, damit ich keine Probleme habe, wenn ich das später öffne, um etwas dahinter zu klemmen, dass da womöglich irgendwelche Erhöhungen oder sowas sind. Und jetzt nehme ich mir einfach den Embossing-Dabber und gehe hier ziemlich unregelmäßig so drüber, weil ich möchte nicht das komplette Teil embossen, sondern nur Teile, sodass es so aussieht, als hätte das gerade angefangen zu rosten. Und jetzt nehme ich mir als erstes Distress Glaze, und zwar Walnut Stain. Das ist jetzt so eine Mischung, die ich mir, also ich nehme gleich noch was anderes. Das ist jetzt so eine Mischung, die ich für mich persönlich als ganz wundervoll herausgefunden habe. Aber ihr könnt dann natürlich nehmen, was ihr möchtet oder was ihr habt. Die Glaze ist deswegen für Rost eine ganz gute Idee, finde ich, weil ihr dann die ursprüngliche Metallfarbe da so durchschimmern seht, die das Metallteil, was ihr rosten möchtet, selbst sozusagen hat. Und deswegen finde ich das ganz gut. Das hier werde ich jetzt einmal kurz beiseite legen, denn ich muss jetzt beim Embossen relativ schnell sein. Das hier war, wie gesagt, Walnut Stain. Und ich werde jetzt dann als nächstes Vintage Photo verwenden, auch die Glaze. Und zwar folgendermaßen. Ich bereite mir hier schon mal alles vor. Ich nehme die Vintage Photo Glaze, stelle mir die dahin. Jetzt werde ich das erhitzen mit meinem Embossing-Föhn, sodass das schmilzt. Und wenn das noch klebrig ist und heiß ist vor allen Dingen, nein, umgekehrt, wenn es noch heiß ist und klebrig vor allen Dingen, dann gehe ich mit Vintage Photo hier nochmal drüber und embosse das Ganze nochmal. Das muss aber ziemlich schnell gehen, weil wenn ihr das jetzt erhitzt habt und ihr wartet dann, keine Ahnung, ein paar Minuten, dann geht das natürlich nicht mehr, weil dann bleibt das da dran nicht mehr kleben. Also erhitzen, bis es geschmolzen ist und dann sofort das nächste drüber schütten. So, den Lärm vom Föhn habe ich euch rausgeschnitten. Ich habe das jetzt ganz normal embossed. Und dann nehme ich mir ganz schnell das Vintage-Foto und schmeiße das da drauf. Alles, was jetzt in diesen Ritzen von der Klemme selbst ist, versuche ich natürlich da rauszukriegen, dass mir da nichts, wer weiß, wo kleben bleibt. Aber ihr seht schon, das Vintage-Foto ist jetzt ziemlich dick drauf. Die Farbe wird gleich ziemlich verschwinden, weil das da drunter so dunkel ist. Aber je dicker ihr das macht, desto schöner wird der Effekt. Ich zeige euch gleich, wie das dann aussieht. Ich föhne das jetzt nochmal und dann zeige ich euch, wie das geworden ist. So, da bin ich schon wieder. Ihr habt jetzt da eine richtig coole Struktur. In der Kamera ist das ziemlich schlecht zu sehen. Das seht ihr eher dann, wenn da Licht drauf fällt oder wenn ihr eben drüber fühlt. Ich glaube, so kann man das ganz gut sehen, oder?
Dadurch, dass das Vintage-Foto so dick da drauf war, werfen sich so kleine Blasen auf beim Föhnen. Das passiert allerdings nur dann, wenn ihr nicht zu lange auf einer Stelle bleibt. Ich habe das jetzt mal hier so versucht, dass das ein bisschen unterschiedlich aussieht. Seht ihr diese kleinen, fast wie Tröpfchen, die hier auf dieser Seite sind? Also hier, so in diesem Bereich jetzt unter meinem Finger. Da ist das so richtig, ja, wie dimensionaler Rost. Und hier, wo es jetzt so extrem glänzt, ist es ein bisschen flacher, aber auch diese Struktur kann man sehr gut sehen und fühlen, wenn man da mit dem Finger so drüber geht. Und ich werde das da gleich auch noch ein bisschen weiter behandeln, sodass das noch ein bisschen mehr rauskommt, auch wenn man nicht ganz genau so nah mit dem Auge hinguckt. Wenn ihr aus Versehen zu lange auf einer Stelle geblieben seid und das flach geworden ist, dann könnt ihr einfach das nochmal anheizen sozusagen, dann nochmal eine weitere Schicht Glaze draufgeben und einfach nochmal föhnen, dann kriegt ihr diesen coolen Effekt. Also ihr könnt da ja so viele Schichten drauf machen, wie ihr möchtet im Prinzip. Jetzt werde ich das gerade für das zweite Clipboard auch noch machen. Und ein ganz hilfreicher Trick, den ich aber auch erst im Laufe der Zeit herausgefunden habe, zugegebenermaßen, weil das sagt einem nämlich auch keiner, ne? So irgendwie ist es, wenn ihr jetzt so einen handelsüblichen Embossing-Föhn habt. Also ich denke mal, die allermeisten von euch haben so ein Gerät wie dieses hier. Das ist jetzt nicht aus dem Baumarkt oder so, sondern das ist aus dem Bastelbereich. Die brauchen ja eine Zeit lang, bis sie sich aufgeheizt haben. Das heißt also, wenn du was embossen willst, dann solltest du immer den Föhn einschalten. Dann ein bisschen warten. Ich mache das immer so, dass ich meine Hand davor halte und wenn ich es nicht mehr aushalte, ist es richtig heiß. Also einfach ein paar Sekunden abwarten, bis es richtig aufgeheizt ist und dann erst embossen. Das ist bei dieser Technik ganz essentiell wichtig. Ansonsten kriegst du nicht diese Struktur auf die Glaze drauf. Weil wenn du mit zu wenig Hitze hier drauf gehst und zu lange drauf bleibst, ne, weil jetzt hältst du das drauf und denkst, das schmilzt noch nicht, jetzt bleibst du länger auf der Stelle, ja, dann verschwindet irgendwann diese Struktur, weil da wird das ganz flach, das läuft auseinander wie, keine Ahnung, Buttermilch oder sowas. Und wenn das aber heiß genug ist, dann kriegst du diese Struktur und dann bläht sich das quasi, na, das bläht sich eigentlich nicht auf, sondern es bleibt in diesen Tröpfchen, bevor sich die Tröpfchen auflösen und eine glatte Fläche bilden. Und mein Trick ist, ich lasse den Föhn zwischen den einzelnen Schichten eingeschaltet. Ja, pass auf, dass du dich nicht irgendwie verbrennst. Leg den so hin, dass der von dir wegbläst, weil es ja schon ziemlich heiß. Aber ich lasse den an meinem Tisch eingeschaltet und embosse zuerst das Walnut Stain. Also jetzt in diesem Fall ist ja wurscht, welche Farbe das ist. Und dann lege ich den Föhn einfach eingeschaltet auf den Tisch, gebe das zweite drüber, in dem Fall Vintage-Foto, embosse das wieder, weil dann ist der Föhn schon richtig heiß. Da musst du nicht zwischendurch warten. Und dann fliegt dir auch nicht so viel weg, weil das dann besser daran kleben bleibt, weil die Schicht drunter war ja noch heiß und bisschen klebrig. Ja, so, nur mal so ein kleiner Tipp am Rande. Das lassen wir gut abkühlen. Bitte passt ganz doll auf, wenn ihr mit Metall arbeitet und Embossing-Pulver oder Embossing-Glaze, dass ihr das nicht berührt, bevor das abgekühlt ist, weil da könnt ihr euch richtig krass die Finger dran verbrennen. Gerade so größere Teile, die heizen sich sehr stark auf, wenn ihr mit dem Föhn da drauf geht und wenn ihr das zu früh anfasst, dann kann es passieren, dass ihr euch da volle Kanne die Finger verkokelt. Deswegen lasse ich das kurz abkühlen, bevor ich das berühre und dann geht's weiter. Während ihr wartet, könntet ihr euch, wenn ihr ungeduldig seid, einen Espresso mit Orangensaft machen. Ja, ihr habt richtig gehört. Probier das mal aus. Ich bin jetzt gerade da eben auf die Idee gekommen, weil ich mir gedacht habe, also ich habe hier schon was ausgetrunken. Ne, es jetzt schaut ein bisschen merkwürdig aus. Es ist nur noch so wenig. Während ich hier warte, habe ich mir gedacht, boah, Kaffee wäre jetzt eigentlich nicht schlecht. Und neulich habe ich so einen Trick gesehen. Also Trick, das ist jetzt kein Trick, so ein Rezept. Wie sagt man denn da? Pimp deinen Kaffee oder wie sagt man? Orangensaft. Ungefähr genau die gleiche Menge wie Espresso in Glas oder Tasse füllen, Espresso drauflassen, und glücklich sein. Nun ist das getrocknet und abgekühlt vor allen Dingen. Und jetzt möchte ich gerne hier ein paar Kreiden verwenden, um das noch so ein bisschen richtig rostig aussehen zu lassen. Jetzt zeige ich euch das, was ich für das englische Video gemacht habe. Da habe ich das schon hier fertig, wie man sieht. Hier habe ich weiße Kreide verwendet, dann entsteht ein solcher Effekt. Das schaut jetzt nicht aus wie typischer Rost, das ist mir schon klar, aber das bringt die Struktur viel besser zum Vorschein
Und es lässt die Glaze auch wieder ein bisschen matt werden. Das, was ihr glänzen seht, ist der Original-Clip, da wo keine Glaze ist. Und der Rest ist, ja, sagen wir mal, so medium matt. Wie sagt man denn bei Tapete oder bei Farbe hier? So seidenmatt, würde man sagen, oder? Jetzt habe ich hier Weiß verwendet. Weil ich aber das so flexibel wie möglich haben möchte, möchte ich hier andere Farben verwenden. Und zwar habe ich mir gedacht, wir gehen hier in so eine, einmal in so eine wirklich rostige Richtung mit Orange und Gelb und eventuell auch sogar Rot, je nachdem, wie die Mischung sich hier drauf verhält. Und hier möchte ich gerne in so eine türkisene Patina gehen. Und zwar mit diesen drei Farben. Ich verwende dafür die Faber Castell Gelatos. Das sind so Ölpastellkreiden, die wasservermalbar sind und die man auch mit dem Finger sehr gut verstreichen kann. Eine Alternative dazu wären diese Art Crayons von Marabu. Ist vom Prinzip her das gleiche. Die kann man auch so rausdrehen. Die sind auch wasservermalbar oder mit dem Finger verschmierbar. Ich gehe jetzt einfach nur mit der Kreide erstmal einmal grob hier so drüber, um schon mal ein bisschen Farbe überhaupt erstmal hier drauf zu bekommen. Und weil ich eine Mischung haben möchte und ich habe aber keine türkisene Crayon, deswegen nehme ich diese drei Farbtöne. Dieses moosige Grün, dieses ganz ziemlich grüne Grün und eben dieses Blau. Und jetzt gehe ich erstmal mit dem Finger da drüber und verschmiere das mal relativ stark. Es ist heute relativ kühl hier in meinem Raum, deswegen geht das gar nicht mal so gut. Das könnt ihr aber, wenn euch das zu mühselig ist, könnt ihr das auch mit einem Föhn erhitzen oder einfach den Finger ein bisschen warm machen oder eben etwas Wasser zu Hilfe nehmen. Und dadurch, es geht ganz schön schwer heute, es macht nichts. Geduld, Geduld, Luise. Eine meiner größten Stärken, Geduld. Und dadurch rubbel ich das jetzt erstmal so ein bisschen in die Zwischenräume, sodass diese Struktur von der Glaze gut zum Vorschein kommt. An den Stellen, wo ich denke, es ist vielleicht ein bisschen zu grün, kann man auch mit einem trockenen Zewa oder sowas ähnlichem oder einfach irgendwas anderem trockenen drüber gehen und das ein bisschen wieder runternehmen, weil ich möchte das ja jetzt nicht überall haben. So, da ergibt sich schon mal so eine coole Patina. Und jetzt nehme ich mir nochmal dieses Bläuliche. Weil mit dem, was jetzt drunter ist, mit dem Grün, wird das so ein cooles Türkis. Und ich hämmer da jetzt eigentlich so ein bisschen drauf rum. Nicht mit viel Druck oder so, aber schon so, dass so kleine Stückchen sozusagen von der Kreide da drauf kommen, die ich dann so viel wie ich will wieder verwischen kann. Das dauert dann einige Zeit, bis das getrocknet ist. Gerade wenn ihr das sehr dick sozusagen auftragt. Aber hinterher schaut das total gut aus. Also nicht ungeduldig werden mit diesen Medien, die so Kreiden sind, wenn ihr wartet, bis das trocknet, weil das dauert halt einfach seine Zeit. Schaut das Ganze mal so aus. Die Kamera, ja, kann nicht so ganz die Realität einfangen von den Farben her, aber ich denke mal, ihr könnt euch das so in etwa vorstellen, wie das aussieht. Sehr cool. Und dann versuchen wir auf dem anderen Board noch die Kombination mit den Gelb- und Rottönen, beziehungsweise Orange, sodass mir da vielleicht so ein richtiges, rostiges Dings hinkriegen. Ich glaube, ich muss hier unten mal mir das nochmal reinstecken, dass ich mir da nicht das Board anmale. Das schaut nämlich vielleicht unter Umständen komisch aus, wenn das nur da oben ist, wo man mit dem Finger so hinkommt. Und wenn man jetzt hier gar nichts hat, dann schaut das vielleicht ein bisschen eigenartig aus. Ich liebe diesen Effekt. Ich liebe es. Das schaut einfach nur genial aus. Sehr cool. Okay, dann werden wir als nächstes. Und das wird auch schon mein letzter Schritt für heute sein, beziehungsweise für dieses Projekt, werde ich nämlich hier, weil das schaut jetzt sehr unterschiedlich aus, ne? Auf der einen Seite ist das sehr rostig und auf der anderen Seite ist das aber hier so weiß. Und deswegen werden wir jetzt Folgendes tun. Ich muss so gerade überlegen, welche Farbe nehmen wir, weil wie das rauskommt, das habe ich jetzt vorher nicht
ahnen können oder vorhersehen können. Wir versuchen mal. Puh. Cracked Pistachio und eventuell Bundled Sage. Oder auch Brushed Corduroy. Also, was ich jetzt versuche, ist Folgendes. Ich möchte gerne, dass dieser Clip so aussieht, als wenn er schon 400.000 Jahre da oben dran wäre. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, das hier ist auf natürliche Weise so patiniert worden, dann ist es total unlogisch, dass das Board hier drumherum nichts abgekriegt hat. Ja, also das ist unlogisch. Normalerweise, wenn Rost irgendwo erscheint, dann würde das ja da drumherum auch so ein bisschen sein. Und das ist das, was ich jetzt versuche, eine Patina um dieses Ding drumherum zu kriegen, da wo das auf den Untergrund aufkommt. Ich nehme mir den Oxide Ink Refiller, in diesem Fall als erstes mal Cracked Pistachio, weil ich wissen will, ob das von der Farbe her müsste das eigentlich gut funktionieren. Und dann trage ich das direkt da auf, und zwar genau in dieser Ritze zwischen dem Metall und diesem Board. Dann nehmen wir uns, aufregend, einen kleinen Pinsel und ein bisschen Wasser. Und dann schmeißt man das hier so drauf, sodass das da und auch hier sich so ein bisschen verteilen kann. Man kann natürlich auch Wasser sprühen, wenn man denkt, oh, zu viel oder so. Und das so ein bisschen dahin laufen lassen. Und ich werde es auch ein bisschen runterlaufen lassen, sodass das so aussieht, als wenn das da so, ne, wisst schon, mit der Zeit so passiert wäre. So. Und wie gesagt, das Runtergelaufene, das sieht man natürlich erst dann, wenn man was Kleines dran hängt. Aber ich möchte das so flexibel wie möglich machen, sodass das, ja, ich zeige euch später noch ein paar Beispiele, wo das sinnvoll sein kann, wenn ihr das so runterlaufen lasst. Das gefällt mir schon nicht ganz schlecht. Wenn wir das hier haben, dann können wir vielleicht noch so ein kleines Tröpfchen einfach da hinmachen, wo es ein bisschen intensiver sein darf. Oh, guckt euch das an. Geben wir ein ganz kleines bisschen Bundled Sage da hinzu, weil das ist schon sehr türkis, wobei das natürlich ein bisschen noch anders wird, wenn das trocknet, aber oh ja, das ist eine perfekte Mischung. Für das, was wir hier erreichen wollen, ist das die perfekte Mischung. Okay. Jetzt werde ich das föhnen, und beim Föhnen versuche ich das so ein bisschen dahin zu blasen, wo ich das hinhaben möchte, sodass das hier oben zum Beispiel nicht ganz so intensiv ist, weil das ist schon hier in der Ecke, ist es schon sehr krass. Und das schaut auch nicht so, wartet mal, wir können auch das bisschen nach hier so verschmieren, dass das so ein bisschen auf den Rand geht. So schaut es schon irgendwie ein bisschen stylischer aus. Wenn ihr das föhnt, dann passt bitte auf, dass ihr euch nicht die Glaze wieder anschmilzt. Die Gefahr besteht natürlich, gerade hier vorne in diesem Bereich, wenn da sehr viel Flüssigkeit ist und ihr föhnt das, dann würde sich die Glaze ja wieder verflüssigen sozusagen, und dann würde euch diese Struktur hier verloren gehen. Also passt bitte sehr auf mit der Hitze, wenn ihr das macht. So schaut es dann aus, wenn das getrocknet ist. Und im Übrigen, das mit der Kreide hier oben drauf, das habe ich auch deshalb gemacht, das habe ich vorher vergessen zu sagen, das habe ich deshalb mit der Kreide gemacht, damit ich eben nicht Gefahr laufe, mir die Glaze wieder zu schmilzen. Ihr könntet ja auch anderes Embossingpulver drüber tun und dann nochmal föhnen. Dann würdet ihr vielleicht auch so einen anderen Farbton noch bekommen, aber dann würdet ihr euch auch die Glaze gleichzeitig schmilzen, und das ist natürlich nichts, was ich da haben will. Jetzt werde ich, weil das so cool aussieht, hier diagonal gegenüberliegend, hier haben wir jetzt so ein bisschen was von diesem grünen Ton oder Türkis, besser gesagt, werde ich das hier unten auch noch machen. So vielleicht. Ich glaube, ich muss mir das mal irgendwie hier hinlegen, sonst zitter ich so. Und vielleicht noch ein ganz kleines bisschen hier.
Und dann schaut das Ganze so aus. Für das andere. Das ist jetzt eine gewisse Herausforderung, da die richtige Farbe zu finden. Ich glaube, wir nehmen Wild Honey und tatsächlich Brushed Corduroy. Mal gucken, was dabei rauskommt. Das schaut einfach nur genial aus. In der Kamera schaut das sehr gelb aus. In Wirklichkeit, also hier ist es sehr gelb, das kommt von dem Brushed Corduroy, aber hier ist das Wild Honey, was so richtig krass durchkommt. Da oben ist es noch nicht ganz trocken, das macht aber nichts, das werde ich einfach Luft trocknen lassen, aber da ist es sehr doll. Das kann man da einfach Luft trocknen lassen, aber was ich jetzt eigentlich sagen will, ist, hier auf der rechten Seite schaut es in echt viel orangener aus. Das passt ganz hervorragend zu diesem Orange, was man hier sieht. Das glaubt man in der Kamera gar nicht, ne? Was man aber zusätzlich machen kann, wenn man jetzt hier so eine große Fläche hat, denn das ist ja schon ein Unterschied, ne? Also wenn wir die zweimal vergleichen, beziehungsweise wenn ihr das aus dem anderen Video vergleichen wollt, hier habe ich wesentlich weniger drauf gemacht. Und das ist sehr massiv. Aber was man natürlich dann machen kann, man kann sich eine Wassersprühe nehmen. Kommt hier jetzt was raus, bitte? Ja, ich darf das bloß nicht zu schräg halten, dann geht's noch. Und dann tropfen wir hier einfach ein bisschen was drauf, sodass diese Struktur ein bisschen unterbrochen wird. Und dadurch oxidiert das natürlich auch nochmal ganz anders als mit dem, was wir vorher gemacht haben. Und dann kann man einfach ein trockenes Tuch, zum Beispiel, das ist jetzt hier einfach so ein Küchentuch, drauflegen und dann wird das ein bisschen gräulicher, dann ist es nicht mehr ganz so gelb. Seht ihr das? Vielleicht schaut das sogar noch ein bisschen interessanter aus, wenn man das so macht. Mir fällt gerade auf, ne, wenn ich das jetzt so sehe, seht ihr da den Unterschied von dem Eindruck, was das macht, zu dem anderen? Sieht man ja sofort, ne? Dadurch, dass wir hier weiß oben dran haben, kommt das hier ganz anders raus, beziehungsweise hat das eher einen Zusammenhang. Lasst uns bitte gerade schnell, damit ich heute Nacht ruhig schlafen kann, ein kleines bisschen Weiß hier dran machen. Das muss nicht viel sein, aber ich hoffe, ihr seht sofort den Unterschied. Jedenfalls könnt ihr jetzt das hier nehmen und dann könnt ihr natürlich darunter klemmen, was ihr möchtet. Ich lege das jetzt mal nur hier so drauf, weil ich sicher bin, dass unter dem Clip es noch feucht ist. Ja, ihr könnt euch ja vorstellen, wie das aussieht, wenn das da dran geklemmt ist. Das habe ich euch am Anfang ja auch schon gezeigt. Jetzt könnt ihr das da dran tun und das an eure Wand hängen. Und ich finde, ich habe jetzt extra mal Farben genommen, wo jetzt der Clip nicht die gleiche Farbe hat wie das Teil, was ich draufklemme. Ich finde, dass es total schön aussieht. Insbesondere mit so bunteren Sachen, finde ich, schaut das total interessant aus. Aber ihr könnt es natürlich auch farblich euch so machen, dass das auf das Projekt abgestimmt ist. Wenn ihr euch das zum Beispiel da vorstellt, dann passt das ja natürlich von dieser Patina hier oben viel besser zu dieser Karte. Eine kleine Sache möchte ich kurz noch erwähnen, denn Gary hat mich auf die folgende Tatsache aufmerksam gemacht. Ich habe ihm das erzählt, was ich da vorhabe und habe gesagt, hier, was hältst du davon? Meinst du, das könnte gut aussehen? Und dann habe ich ihm genau diese Karten in dieses Clipboard reingeklemmt, als die noch im Rohzustand waren. Und dann hat er gesagt, insbesondere bei dieser Karte, wenn das jetzt da drunter geklemmt ist, dann sitzt das ja noch ein Stück höher, schaut es so aus, als wenn der Clip den Vogel erschlagen würde, weil hier oben auf der Karte nicht ganz so viel Platz mehr ist, denn diese Karte ist ja niemals angedacht gewesen, um hier reingeklemmt zu werden. Ich habe die Karte für sich gestaltet und das so arrangiert, wie mir das gut und passend vorgekommen ist. Und wenn ihr das jetzt da reinklemmt, dann geht euch natürlich ungefähr so ein Zentimeter oder so, jetzt nicht unbedingt ein Zentimeter, ihr könnt das auch ganz klein nur einklemmen, ne? Ganz kurz sozusagen. Warum zeige ich euch das nicht eigentlich hier dran, wo es ja schon längst getrocknet ist? Luise, manchmal, meine Güte nochmal. Also, wenn ihr das jetzt da so einklemmt, Halleluja,
dann geht euch ja ein Stück von der Karte oben verloren, oder? Und dann schaut das hier so ein bisschen so aus, als wenn der Clip den Vogel erschlagen würde, weil hier nicht mehr so viel Platz ist. Bei dieser Karte hier ist das überhaupt gar kein Problem, weil da über dem Vogel mehr Platz ist und auch negativer Platz über dem Vogel hier ist, also in diesem Bereich, wo gar nichts ist. Dadurch wird das so ein bisschen aufgelockert, dadurch ist das nicht zu schwer, dieses von der Optik her. Aber dann bin ich auf die Idee gekommen, warum nehme ich nicht die Karte und drehe die um und klemme die so da rein? Ich kann das ja auch so rum an meine Wand hängen. Jetzt ist dieses Board eigentlich so gemacht, dass man das hier hinten mit einem Nagel einfach aufhängen kann, Nagel in die Wand schlagen, dieses Ding benutzen, um es aufzuhängen und fertig. Wenn ich es jetzt so rum aufhängen will, um diese Erschlagungsproblematik des Vogels zu verhindern oder zu umgehen sozusagen, muss ich mir natürlich etwas anderes ausdenken, wie ich das aufhänge. Man kann aber ja einfach so einen kleinen Bilderhaken hier hinten dran machen. Ihr kennt doch diese kleinen Dreiecke aus Metall. Die haben unten so einen Klebestreifen dran und dann kann man die einfach hinter jeden Bilderrahmen kleben und dann kann man den Bilderrahmen aufhängen. Und genauso könnte man das hier auch machen, dass man einfach sich da hinten was erfindet, sodass man das so rum aufhängen könnte. Und das finde ich auch total interessant eigentlich. Was auch natürlich ginge, wäre, wenn man etwas nimmt, was zum Beispiel hochkant, aber breiter ist, dann könnte man das auch so rum dranhängen. Und ich finde auch, selbst das hier finde ich total interessant. Warum muss man das immer so da aufhängen, wie es ursprünglich gedacht war? Ich finde das ganz interessant, wenn das so rum ist. Und bei dieser Karte hier ist mir dann zusätzlich noch aufgefallen, hier unten ist so ein kleines Holz. Und das kann ich natürlich nicht vollständig hier unten einklemmen. Aber schaut euch mal an, wie das aussieht, wenn das so versetzt eingeklemmt ist. Auch das finde ich total interessant, wenn hier noch dieser negative Platz bleibt. Und hier erschließt sich vielleicht dann auch der Grund, warum ich diesen Hintergrund insgesamt besprüht habe und auch den kompletten Hintergrund eben gestaltet habe, auch mit diesem runtergelaufenen. Hier zum Beispiel sieht man dieses Wasser jetzt sehr gut. Das würde man ja nicht sehen, wenn es komplett eingeklemmt ist, aber wenn man das so versetzt macht, schaut das, finde ich, total interessant aus. Und was man natürlich auch machen kann, man kann sich auch Dinge nehmen, die viel länger sind. Wo habe ich das hingelegt? Ach, hier. Mach die Augen auf, Luise, dann siehst du das auch. Man kann sich auch Dinge nehmen, die viel länger sind, wie zum Beispiel diese Journaling-Karte. Dazu gibt es auch ein Video, verlinke ich euch auch unten drunter. Hier seht ihr, dass das länger ist als das Board selbst. Aber warum soll ich mir nicht sowas auch an die Wand hängen können? Ja, also ich finde es interessant, wenn der Rahmen, also in diesem Fall das Board, kleiner ist als dieses Ding oder eben größer ist als das Ding, weil das kann ja genauso interessant aussehen. Wenn ihr das jetzt aufhängt, könntet ihr auch sagen, ich mache mir eine Aufhängung für ein zweites und hänge das hier unten so drunter, zum Beispiel so. Jetzt muss ich das ein bisschen drehen, dass ihr das überhaupt einigermaßen sehen könnt. Sonst ist das so weit weg, wenn ich rauszoome. In etwa so könnt ihr euch vorstellen, oder? Wenn das senkrecht hängt. Jetzt könntet ihr hier unten diesen Clip ja benutzen, um irgendwelche zum Beispiel Einkaufszettel oder sowas zu befestigen oder irgendwelche besonderen Notizen für euren Partner oder für eure Kinder oder für eure Enkelkinder oder was auch immer. Oder irgendwie so eine kleine Liebesbotschaft, das Date mit eurem, keine Ahnung wem. Ja, also was ich sagen will, ist, ihr könntet den Clip hier unten für so alltägliche Notizen verwenden. Und das hier oben schaut dann trotzdem schön aus und schaut dekorativ einfach aus. Und dazu müsstet ihr ja nur das obere Teil ganz normal an der Wand aufhängen mit Hilfe eines Nagels. Und hier bei dem unteren könntet ihr euch dann hinten so ein Dreieck dran machen, sodass ihr das dann falsch rum aufhängen könnt. Bei dieser Karte ist das Besondere, dass man diesen Fokuspunkt hier drehen kann. Das heißt also, die kann man auch so rum verwenden. Und dementsprechend könnte man die dann auch so rum hier reinhängen, sodass der Junge dann hier auf dieser Kante so sitzt und dann schaut das Ganze so aus. Ja, so ihr Lieben, das war's mal hier von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr euch auch sowas machen möchtet, zeigt mir das gerne irgendwo, vielleicht in unserer Facebook-Gruppe Junk Journal Deutsch. Der Link ist unten in der Infobox. Wenn ihr die Entstehung von diesen Vogelkarten sehen wollt, schaut in die Infobox, da befindet sich der Link. Genauso wie auch der Link für diese Karte mit diesem rotierenden Fokuspunkt.
Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.